Kennen Sie auch das Symptom von Libidomangel, Lustlosigkeit? Bei mir kreuzen viele Frauen und Männer auch dieses Symptom an. Mein Name ist Christine Rosa-Tanner, ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Vorausgesetzt, dass Ihre Partnerschaft gut ist, gibt es natürlich ursächlich Hormone, die auch die Libido steuern, denn Hormone steuern alles. Die steuern Zellen, Organe, psychische, geistige Funktionen, aber auch Funktionen wie, habe ich genügend Libido? Es gibt Frauen zum Beispiel oder Menschen, die sagen zu mir, früher hatte ich sehr viel mehr Libido und ich hätte gerne mehr Libido und ich habe auch meinen Partner sehr gern, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ursächlich hängt es mit verschiedenen Hormonen zusammen. Zunächst ist da die Schilddrüse als Thema. Schilddrüse hat sehr viele Aufgaben, eben auch zu steuern, wie viel Libido habe ich. Dann gibt es Hormone wie zum Beispiel das Estradiol, eines der 30 Östrogene, das natürlich sehr viele andere Aufgaben noch hat, wie Schlaf, Haut, Haare, aber auch eines der großen Libido-Hormone ist. Dann gibt es das Cortisol. Cortisol ist zuständig, gegen Stress zu arbeiten, für Energie zu arbeiten und eben auch ist es ein weiteres großes Libido-Hormon. Und dann auch eines der nächsten Hormone ist das Testosteron. Testosteron ist wichtig für Gehirn, für Herz, für Muskulatur und es ist zudem auch eines der Libido-Hormone. Wollen Sie Näheres wissen? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail, rufen Sie mich an, dass wir in den ersten Minuten mal abklären können, was bei Ihnen zutrifft, wie Ihre Lage ist. Gerne spreche ich mit Ihnen am Telefon. Bis bald, Ihre Christine Rosa-Tanner.